Ja, willkommen zurück zu Biker Mice from Mars. Letztes Mal haben wir mal die ersten drei Rennen gefahren, in dieser Round 2. Wir haben jetzt 660 Punkte, weil wir das zweite Rennen mal wieder total verkackt haben. Und dort, ich glaube, nur Fünfter geworden sind. Und dann haben wir zwei Siege eingefahren und so weit ist alles tutti. 8100 Moneten haben wir jetzt. Wir gucken uns gleich mal kurz im Shop um, was wir dafür Schönes kriegen. Nee, beim nächsten Mal. Weil ich meine, der nächste Motor kostet 13.000 Euro, also lassen wir es sein. Dollar, also lassen wir es sein. So, Desert Storm ist wieder so eine Wüstenstrecke. Logisch, Desert. Wir starten natürlich von Position 1 und haben den Start mal wieder versaut. Boah, geht gut los hier. Und den Turbo verpasst. Und diesen Turbo haben wir auch verpasst. Oh, Wahnsinn, das geht heute richtig zur Sache. Tja, 4 laps to go. Toll, wir fahren für den Limburger noch erwischt hier. Und dann fahren wir über diesen Randstreifen und wir verpassen wieder einmal den Turbo. Also irgendwie läuft das ganz bescheiden. Aber, toll. Das hat's jetzt gebracht. Yeah, und schon wieder auf den Randstreifen gefahren. Oh, was finde ich doch gut. Jetzt bin ich so ein komisches Ding. Und in die Ölache reingefahren. Ja. Immerhin habe ich das mega krasse Erdbeben hier gekriegt. Das nutzt mir aber gar nichts. Weil ich schon wieder die Turbos verpasst habe. Und schon wieder getroffen von dem komischen Dingsbum-Signy. Und natürlich mit dem Turbo jetzt voll über die Kante fliege. Ja. Yeah. Krass. Immerhin bin ich jetzt nur noch Vierter. Geil, ne? Und natürlich toll. Super nützliches Item für den Vierten. Fünften meine ich. Geld. Geil. Kann ich super gebrauchen in meiner Situation. Und ich habe schon wieder den Turbo verpasst. Und auch hier mal wieder total versaut. Yeah, ich bin wieder Vierter, geil. Hey. Und wer schmeißt hier die ganze Zeit mit Feuerwerk herum? Und schon wieder nur Geld bekommen und jetzt. Yeah. Satan. Ich glaube, dieses Rennen kann ich vergessen. Denn ich habe schon wieder den Turbo verpasst. Okay, also, wir haben sowieso keine Chance mehr, da noch irgendwie ranzukommen in irgendeiner Form, also gebe ich dieses Rennen jetzt auf. Leider kann man nicht so wie bei Mario Kart dann das Rennen noch einmal fahren, sondern es ist dann verloren. Aber wir werden sowieso Letzter geworden, von daher spielt es keine Rolle. So, jetzt haben wir 700 Punkte und sind nur noch auf Rang 2 der Gesamttabelle. Das ist aber nicht weiter schlimm, denn wir haben ja noch ein Rennen. Und in diesem Rennen werden wir natürlich vor Vinnie landen, damit das klar ist. Ja. Also, weiter geht's. Mercury Base. Wieder so eine Weltraumkarte. Kriegen wir schon hin. Wir standen natürlich aus der letzten Reihe, vom letzten Platz. Oh, das geht ja super los hier. Okay. Toll. Scheiße. Aber egal, wir schaffen es noch. Ich bin fest davon überzeugt. Denn wir sind schon Zweiter und Vinnie fährt da vorne mit seiner lahmarschigen Möhre. Und wir fahren natürlich prompt gegen die Wand. Und da auch noch gegen. Und wir sind schon wieder Fünfter. Hey, unglaublich. Machen wir lange nicht mehr, nicht wahr? Und jetzt segeln wir hier auch noch ab. Geil, ich bin total begeistert. Ups. Oh, oh, oh. Bam, erstmal den Fördiger weggestoßen. Jetzt haben wir Karwunkel überholt. Und einen Snickers bekommen. Yeah, und was machen wir als erstes mit dem Snickers? Wir fahren gegen die Wand. Geil, und gegen die nächste. Oh, super. Und nochmal. Hey. Ah.
Aber, immerhin, wir sind Zweiter und haben nur noch Vinny vor uns. Und den müssen wir jetzt irgendwie cashen. Und da haben wir ihn. Furchtbar. Final Lap, hey! Und wir sind Erster. Jetzt bloß keinen Fehler mehr machen. Ja, so willst du keinen Fehler mehr machen. Das ist noch eine ganz haarige Kiste. Denn Vinny ist uns dicht auf den Fersen. Wenn wir jetzt keinen Fehler mehr erlauben, haben wir es geschafft. Und Erster! Yes! Satan, ist das geil. Unglaublich. Wir haben es tatsächlich geschafft, Leute. Wir haben Vinny geschlagen und sind Erster. Das ist geil, ne? Vinny ist sogar nur Dritter geworden. Saubere Sache. Denn wenn Vinny 200 Punkte gekriegt hätte, wäre er knapp vor uns gewesen. Ist zum Glück nur Dritter geworden. Leute, wir haben gewonnen. Sau gut, wa? Das war natürlich alles so geplant, denn es wäre ja langweilig, wenn ich alle Rennen gewonnen hätte. Deswegen. Um die Spannung aufrechtzuerhalten, habe ich dann eben halt das eine Rennen da aufgegeben und, wisst ihr schon. Ja, gut, das war dieser Teil. Wir sind mal wieder Erster geworden, total überragend und es geht nächstes Mal weiter mit Runde 3. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Biker Mice from Mars.